sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zur Kundgebung des FDP-Kreisverbandes Ludwigsburg hier in Ludwigsburg auf dem Rathausplatz. Ganz besonders herzlich grüße ich unseren Generalsekretär, Herr Dr. Volker Wissing. Vielen Dank, dass Sie es noch einrichten konnten, heute zu uns zu kommen. Sie werden auch fast auf dem Zahnfleisch stehen, wie alle Wahlkämpfer. Aber es lohnt sich, wir wissen ja, wofür wir das alles machen. Ich begrüße auch herzlich unsere Bundestagskandidaten, den Oliver Martin aus dem Wahlkreis Ludwigsburg. Und ich begrüße den Kandidaten aus dem Wahlkreis Neckarzaber, Marcel Distel. Und die junge Frau wird heute im Anschluss an die Talkrunde führen, Helena Herzig. Herzlich willkommen. Und ich begrüße die Bürgermeisterin für Bauen, Wohnen, Hochbau, Stadtentwicklung, Frau Schwarz. Herzlich willkommen. So. Wir haben uns einen kleinen Ablaufplan überlegt. Und zwar wird die Frau Herzig jetzt anfangen mit der Talkrunde mit unseren beiden Kandidaten. Und damit wir keine Zeit verschwenden, übergebe ich gleich das Wort an dich, Helena. Also, danke. Ja, vielen Dank, Viola. Ich bin Helena Herzig, bin unter anderem Mitglied im Kreisvorstand hier bei den Jungen Liberalen in Ludwigsburg und freue mich heute stellvertretend für die junge Generation mit unseren Bundestagskandidaten Marcel und Oliver über die Themen zu sprechen, die besonders für unsere langfristige Zukunft wichtig sind und deshalb für uns jungen Leute so bedeutend sind. Bevor wir beginnen, würde ich vorschlagen, Oliver und Marcel, stell dich doch bitte einmal noch kurz persönlich vor, für den einen oder anderen, oder die ein oder andere, der sie noch nicht kennt. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend hier zu uns gekommen sind. Mein Name ist Oliver Martin, ich bin 54 Jahre alt, bin in Ludwigsburg geboren und aufgewachsen, habe in Stuttgart an der Universität Maschinenbau studiert, bin seit 22 Jahren Unternehmer mit eigenem Ingenieurbüro. Und ich kann für mich sagen, ich wohne in Ludwigsburg, ich arbeite in Ludwigsburg und ich liebe Ludwigsburg. Ja, meine Damen und Herren, auch von meiner Seite aus einen schönen guten Abend. Mein Name ist Marcel Distel, ich bin 28 Jahre jung. Der Kandidat der FDP im Wahlkreis Neckarzaber, der den nördlichen Teil des Landkreises Ludwigsburg umfasst und eben einen Teil des südlichen Landkreises Heilbronn. Ich bin Referent im Landtag von Baden-Württemberg beim Heilbronner Landtagsabgeordneten Nico Weinmann. Und wir stehen hier alle, weil es so drängende Zukunftsthemen in unserem Land gibt, die wir endlich lösen möchten. Die junge Generation wurde angesprochen. Lassen Sie uns die drängenden Zukunftsthemen anpacken und unser Land endlich wieder nach vorne bringen nach 16 Jahren Stillstand. Vielen Dank euch zwei. Genau, also offensichtlich bin ich schon überzeugt von den Inhalten der FDP und bin auch überzeugt davon, dass die Freien Demokraten die richtigen Antworten auf die wirklich großen Fragen unserer Zeit haben und hoffe, dass sollte unter Ihnen noch der eine oder die andere sein, die in ihrer Wahlentscheidung vielleicht noch Zweifel haben sollte, dass nach unserer gemeinsamen Veranstaltung heute Abend anders ist. Fangen wir an mit dem Thema Klimaschutz. Um das 1,5-Grad-Ziel nicht zu verletzen und das Pariser Klimaabkommen einzuhalten, muss die nächste Bundesregierung unbedingt sofort mit der Umsetzung des Klimaschutzes beginnen. Daher jetzt meine Frage an dich, Marcel. Erklär doch mal, warum hat die FDP das konsequenteste und beste Klimaschutzkonzept? Ja, wir Freien Demokraten, wir haben das radikalste Klimaschutzkonzept von allen Parteien, denn nur bei uns gibt es den konsequenten Deckel auf alle CO2-Emissionen. Wir operieren mit genau einem Verbot und dieses Verbot besagt, dass nicht mehr CO2 ausgestoßen werden darf als pro Jahr festgelegt und dieses Limit sinkt von Jahr zu Jahr und somit ist garantiert, dass wir die Pariser Klimaziele erreichen, denn bei unserem Modell bildet sich der CO2-Preis am Markt und er schafft Innovationen. Im Gegensatz zu dem, was Annalena Baerbock verlauten hat lassen, sind nämlich Verbote Innovationskiller und wir brauchen Innovation, um beim Klimaschutz voranzukommen und dadurch, dass sich der CO2-Preis am Markt bildet, haben Unternehmer und Unternehmerinnen einen Anreiz, möglichst wenig CO2 zu verbrauchen, im Gegensatz zu einer CO2-Steuer. Das heißt, nur mit unserem Konzept werden die Pariser Klimaziele erreicht und die Innovationen werden noch gewährleistet. Vielen Dank. Viele stellen sich dennoch unter Klimaschutz immer noch Verbote,
Verzicht oder den Degrowth unserer Wirtschaft vor. Die FDP sagt, das geht nur anders. Oliver, wie will die FDP in Zukunft wirtschaftlichen Aufschwung mit Klimaschutz vereinbaren? Aus meiner Sicht wird es Zeit, dass wir beim Klimaschutz jetzt endlich handeln. Ich glaube, wir haben einen Konsens in der Gesellschaft, dass es dringend nötig ist und sind trotzdem immer noch dabei, dass darüber geredet wird. Wenn ich die Talkshows anschaue, dann beteuert man sich gegenseitig, dass man jetzt endlich was für den Klimaschutz machen müsste. Ich sehe das ein Stück weit pragmatischer. Ich bin Unternehmer, bin Ingenieur und ich frage mich, warum wir nicht schon lange in der Umsetzung sind. Wenn wir zum Beispiel jetzt einfach die Photovoltaik betrachten oder die Windenergie, das sind Techniken, die sind seit vielen Jahren etabliert. Da gibt es keinen Zweifel dran, dass es funktioniert. Und wenn wir jetzt anfangen, mit solchen Technologien massiv zu investieren, die massiv einzusetzen, dann haben wir automatisch entsprechendes Wirtschaftswachstum, weil diese Sachen müssen ja hergestellt werden, die müssen aufs Dach, die müssen angeschlossen werden. Und ich glaube, der größte Hemmschuh für diese Technologien ist einfach, dass wir viel zu viel Bürokratie haben an der Stelle. Also der große Hemmschuh für Windenergie ist vielleicht in Baden-Württemberg, dass wir wenig Wind haben, aber überall restlich in der Republik, dass wir einfach zu viel Bürokratie haben und nicht in der Lage sind, die Windräder aufzustellen. Das gleiche gilt für die Stromtrasse aus dem Norden in den Süden. Wir haben die Situation, dass wir im Norden die Windräder teilweise abstellen, weil wir den Strom nicht wegkriegen dort. Ich halte es einfach im Prinzip für einen schlechten Witz, dass das so ist. Also auch hier, wir haben zu viel Bürokratie und wenn wir endlich mal in der Lage sind, das umzusetzen, über das wir schon lange reden, dann haben wir automatisch das entsprechende nachhaltige Wirtschaftswachstum, weil es viele Jahre dauern wird und eine kontinuierliche Geschichte ist, dass es oder sein muss, dass wir da investieren. Das gleiche gilt für das Bahnnetz. Also Sie merken, wir haben letztendlich zwei Themen und ich habe zwei Themen. Das eine ist, wir müssen in Infrastruktur investieren, das andere, wir müssen Planungs- und Bauen beschleunigen und haben damit einfach einen Schub für die Wirtschaft, sodass Klimaschutz und Wirtschaftswachstum, nachhaltiges Wirtschaftswachstum kein Widerspruch in sich sind, sondern wenn wir es endlich schaffen, die Bremsklötze zu lösen und in den Klimaschutz zu investieren, das voranzubringen, dann läuft die Wirtschaft, möchte ich sagen, fast von allein. Was mir noch wichtig ist an der Stelle, wir von der FDP, von den Freien Demokraten, sind einfach auch für Technologieoffenheit. Und es ist sehr bedauerlich, dass erst jetzt so langsam die Diskussion auch in den anderen Parteien auf Wasserstofftechnologien zu sprechen kommen und dass E-Fuels, also die neutrale Herstellung von synthetischen Kraftstoffen, lange Zeit blockiert wurde und teilweise noch blockiert wird. Wir glauben also auch da, dass wenn wir hier vorankommen mit neuen Ideen, mit Innovationen, dass wir auch in der Lage sein werden, die zu exportieren und damit nicht nur unsere Wirtschaft gut in Schwung halten, sondern auch in der Lage sind, weltweit die Situation im Umweltschutz nochmal zu verbessern, weil diese Technologien, wenn sie überall auf der Welt zum Einsatz kommen, überall ihre Wirkung zur CO2-Reduzierung zeigen. Vielen Dank, Oliver. Du hast jetzt gerade auch schon angesprochen, der Klimawandel und der Wandel zur Klimaneutralität und zur Nachhaltigkeit ist nicht das einzige Problem, womit sich unsere Wirtschaft aktuell, aber auch in Zukunft konfrontiert sieht. Wir leben immer noch in der Corona-Pandemie. Teilweise besteht die Angst vor einem nächsten Lockdown. Daher jetzt auch nochmal meine Frage an dich, Oliver. Wie will die FDP aktuell und auch in Zukunft der Wirtschaft während und nach der Corona-Pandemie wieder zu mehr Aufschwung verhelfen? Also ich habe es gerade angesprochen. Meiner Ansicht nach ist die Wirtschaft in den Startlöchern. Und das Einzige, was die Wirtschaft bremst, ist, dass einfach zu viel Bürokratie, zu lange Planungsverfahren und ein fehlender Kompass verhindern, dass investiert wird. Die Wirtschaft ist immer bereit zu investieren, aber die Wirtschaft braucht eine Planungssicherheit. Wenn ich heute irgendwo hingehe, neue Produkte entwickle, neue Maschinen und Anlagen investiere, dann muss ich einen Planungshorizont haben, dass ich weiß, dass ich nächstes Jahr oder übernächstes Jahr mit komplett anderen Entscheidungen eine komplett andere Richtung von der Politik vorgegeben wird. Und ich glaube, das ist der wesentliche Bremsklotz, den wir an der Stelle aktuell haben. Und wenn ich schon mal die Gelegenheit habe, mich als Vertreter der Wirtschaft dazu zu äußern, ich glaube, ein wesentliches Problem ist auch, dass viele Politiker aus anderen Parteien
jeden Wirtschaftszweig gleich behandeln und meinen, ich kann alles über einen Kamm scheren. Aber wenn Sie sich zum Beispiel mal vorstellen, exemplarisch, dass wenn Sie sagen, naja, wir möchten ab nächstes Jahr im Herbst keine rot gepunkteten Kleider mehr haben, ist es kein Problem, weil die Kleider vom nächsten Jahr vom Herbst noch nicht hergestellt sind. Also da können Sie mit einem Vorlauf von einem Jahr eingreifen. Wenn Sie jetzt an die Automobilindustrie denken, dass Autos eine Entwicklungsdauer vielleicht von 4-5 Jahren haben und anschließend 6-7-8 Jahre gebaut werden müssen, damit sich die Investition in die Entwicklung lohnt, dann müssen Sie einfach akzeptieren, dass die Sachen, die Sie heute entscheiden, die Automobilindustrie nicht in 2 Jahren umsetzen kann, weil der Produktlebenszyklus einfach länger ist. Und wenn Sie jetzt an Kraftwerke denken, die nachher unterm Strich 30-40 Jahre laufen sollen, da geht es erst recht nicht. Und ich glaube, ein großes Problem, was die Wirtschaft hat, dass die Politik das oft nicht versteht, dass es branchenabhängig unterschiedliche Planungs- und Investitionszyklen gibt und dass ich in verschiedenen Branchen einfach in verschiedener Geschwindigkeit eingreifen kann, ohne Gefahr zu laufen, dass die Branche komplett kaputt geht. Also deswegen unser Ansatz von der FDP, wir wollen die Rahmenbedingungen vorgeben, die müssen langfristig und die müssen verlässlich sein. Und ich glaube, das ist der größte Schub, den die Wirtschaft haben kann, in Verbindung damit, dass wir glauben, dass wir Infrastruktur ganz stark ausbauen muss als zweiten Faktor. Was es, glaube ich, schon gut rübergekommen ist, ist, dass die FDP für Modernisierung und Fortschritt steht. Wir brauchen jetzt die Ideen, dass wir in unserer Zukunft wieder mit, als Deutschland an der Spitze der Technologieexporteure weltweit stehen, um uns langfristig Wohlstand und Arbeitsplätze zu sichern. Marcel, wie will die FDP diese Innovation konkret fördern und dabei unterstützen, dass sie marktfähig und wettbewerbsfähig werden? Zunächst einmal müssen wir bei politischen Entscheidungen auch das Innovationsprinzip berücksichtigen. Das heißt, wir müssen uns die Frage stellen, welche Chancen entgehen uns, wenn wir eine politische Entscheidung unterlassen? Welche Chancen entgehen den kommenden Generationen, für die wir ja alle hier stehen? Des Weiteren brauchen wir eine deutsche Transfergemeinschaft zur Startup-Finanzierung, genauso wie Zukunftsfonds zur Startup-Finanzierung und für junge Gründerinnen und Gründer, aber auch für ältere Gründerinnen und Gründer. In der ganzen Lebenslage brauchen wir einen flexiblen Gründungszuschuss, der das komplette Leben über gewährt werden kann, damit man sich eben auch mal mitten im Leben umorientieren kann. Ich würde gerne auch noch auf die Sozialpolitik zu sprechen kommen. Das Stichwort heißt hier Rente. Keiner von uns weiß aktuell, vor allem nicht wir jüngeren Leute, was wir eines Tages von dem, was wir in die Rente einzahlen, noch bekommen werden. Die FDP sagt Nein zu immer höher werdenden Renteneintrittsaltern oder dass wir eines Tages womöglich die Hälfte unseres Bundeshaushalts in die Rente investieren müssen. Unser Vorschlag heißt hier Aktienrente. Marcel, wie genau funktioniert die Aktienrente und welche Vorteile bringt sie bei der aktuell bestehenden Problematik mit? Ja, du hast es angesprochen, unser Rentensystem droht zu kollabieren. Der demografische Wandel ist jedem von uns ein Begriff. Und daher haben wir Freie Demokraten uns was einfallen lassen, nämlich die gesetzliche Aktienrente. Unser Konzept sieht vor, dass wir von der aktuellen gesetzlichen Rentenversicherung den Betrag, der beträgt ja 18,6%, dass wir den um 2% reduzieren und diese 2% in eine staatliche Aktienrente investieren. Das hat den Vorteil, dass gerade Menschen mit kleineren und mittleren Einkommen langfristig an den Entwicklungen am Aktienmarkt teilhaben können, denn aktuell sind viele Menschen mit kleineren und mittleren Einkommen davon ausgeschlossen. Jetzt behaupten viele Menschen, das wäre spekulativ, aber das ist gar nicht wahr. Wenn wir jetzt über lange Anlagezeiträume reden, von 20, 30, 40 Jahren, dann macht man damit immer Gewinn. Zumal kann dieses Kapital ja kurz bevor man in den Ruhestand geht, noch in noch risikoärmere Fonds umgeleitet werden. Und so profitieren hoffentlich vor allem die Vertreter von unserer Generation langfristig von den Entwicklungen am Aktienmarkt. Und wir müssen uns eben nicht mehr nur noch auf die gesetzliche Aktienrente oder die Rentenversicherung verlassen. Und zum Ende hin würde ich gerne auch noch auf die Bildungspolitik zu sprechen kommen. Wir als Freie Demokraten für die soziale Aufstieg unsere Identität bedeutet, fordern in einem aufstiegsorientierten Sozialstaat, dass jeder und jede die Möglichkeit für weltbeste Bildung hat und den Zugang dazu erhält, unabhängig vom Elternhaus oder von der persönlichen Herkunft. Und daher jetzt meine Frage an dich, Oliver. Wie will die FDP Bildung, weltbeste Bildung für jede und jeden in der Zukunft ermöglichen?
Meine Damen und Herren, ich möchte erst mal vorausschicken, dass ich heute Morgen mit Entsetzen in der Ludwigsburger Zeitung gelesen habe, dass Lehrer fehlen. Ja. Ich habe gedacht, ich traue meinen Augen nicht. Jetzt haben wir anderthalb Jahre keinen vernünftigen Unterricht gemacht wegen der Pandemie. Und jetzt, wo wir die Hoffnung haben, dass wir wieder normalen Unterrichts kommen und die Rückstände aufholen könnten, jetzt sagt die zuständige Mitarbeiterin hier für Schulamt Ludwigsburg, dass die Ausstattung mit Lehrpersonal, naja, mit gutem, mit Augen zudrücken, vielleicht 4,0 entspricht. Ja, ich finde, es ist eine Katastrophe. Ich möchte auch noch vorausschicken, dass die Freien Demokraten und auch ich selber der Meinung sind, dass eine gute Schulbildung und eine Ausbildung, die den Interessen und den Fähigkeiten der Kinder und Jugendlichen entspricht, einfach die Basis dafür ist, dass sie später in der Lage sind, ein vernünftiges Einkommen zu erzielen, langfristig unabhängig zu sein und damit einfach auch in der Lage sind, ihr Leben weitestgehend eigenständig und nach ihren eigenen Wünschen und Vorstellungen zu gestalten. Ich glaube, es ist einfach so eine Voraussetzung und deswegen ist es wichtig, dass wir an der Stelle neben dem Umweltschutz vielleicht massiv investieren und da ist das Geld gut eingesetzt. Also wir haben auf der Agenda, dass wir sagen, die Lehrerausstattung muss gut sein. Aber es muss natürlich auch die Schulausstattung gut sein. Und wenn ich neulich in der Podiumsdiskussion gehört habe, dass es als Erfolg gefeiert wird, dass jetzt schon ein Drittel der Schulen in Deutschland einen schnellen Internetzugang hat und ein Drittel gerade im Ausbau ist, dann denke ich, das kann man natürlich so sehen. Ich sehe es anders. Für mich ist es eine Katastrophe, dass wir da noch nicht weiter sind. Und das geht mit der Ausstattung mit Notebooks weiter. Es geht mit der Ausbildung weiter, weil auch die Zeiten, als sagen wir, jemand ein Studium macht und anschließend 40 Jahre in dem Beruf arbeiten kann, die sind längst vorbei. Und ich glaube, wir brauchen auch da neue Konzepte, dass wir massiv in die Lehrerfortbildung investieren, gerade mit diesen Technologien, mit dem neuen, mit digitalen Unterrichtssystemen, mit hybriden Unterrichtssystemen. Ich glaube, das sind so viele Dinge, die noch gar nicht richtig angedacht und schon gleich gar nicht umgesetzt sind, wo wir einfach denken, hier müssen wir massiv ran und nicht erst in 10 Jahren merken, dass wir jetzt weit hinten dranhängen, sondern wir wissen es jetzt, dass wir hinten dranhängen. Wir müssen da investieren. Und das Gleiche gilt, wir wollen Bildungschancen, die Helena hat schon angesprochen, gleiche Bildungschancen für alle. Und es muss in dem Fall auch heißen, ein elternunabhängiges BAföG, weil warum soll jemand von Eltern, die vielleicht besser verdienend sind, Bittsteller sein bei den eigenen Eltern und die vielleicht die Einschätzung haben, es geht auch mit weniger Geld. Also ich glaube, wir müssen auch da mal in diese Richtung denken, wo die SPD vielleicht oder andere Parteien nicht denken. Aber auch das gehört für uns ein Stück weit zur Gerechtigkeit dazu. Ja, vielen Dank euch beiden. Jetzt haben wir ja einige Inhalte ansprechen können. Zum Schluss unseres Gesprächs ist es mir jetzt noch wichtig, die folgende Frage zu stellen und die frage ich euch beide gleichermaßen. Mit welcher Motivation tretet ihr persönlich für dieses Amt an? Was treibt euch an? Für was steht ihr persönlich? Macht's unter euch aus, wer anfängt. Dann fange ich an, ich mache es auch kurz. Was mich antreibt, ist der Stillstand in unserem Land. Seit ich denken kann, ist Angela Merkel Bundeskanzlerin. Da ist am Anfang ziemlich viel passiert. Die Bundeskanzlerin hat sich mit Sicherheit große Verdienste um die Bundesrepublik erworben. Aber vor allem in den vergangenen 8 Jahren Stillstand, Bürokratie, keine Modernisierung in unserem Land, kein Beachten der Belange der jungen Generation. Man hat es bei der Rente gesehen. Das ist der Grund, warum ich hier stehe und warum ich in 2 Wochen um beide Stimmen bitte. Ich muss zugeben, ich habe nicht gewusst, was Marcel antwortet, deswegen entschuldigen Sie, wenn meine Antwort ähnlich ist. Aber ich bin Unternehmer, habe ich gesagt, seit 22 Jahren. Und ich bin Unternehmer, weil ich es liebe, Dinge voranzubringen, weil mich Stillstand nervt, weil ich glaube, über Dinge zu reden ist wichtig, mit den Menschen zu reden ist wichtig, aber es ist auch wichtig, irgendwann mal zu sagen, wir haben jetzt einen Konsens, wir machen jetzt einen Knopf ran und wir bringen die Sachen jetzt voran. Und ich glaube, wir müssen jetzt einfach mal ganz, ganz beherzt hergehen und den Konsens, den wir haben in Umweltfragen, in Klimafragen, in Bildungsfragen, wo meiner Ansicht nach auch ein weitgehender Konsens besteht, den Mut haben, jetzt in die Umsetzung gehen. Den Mut haben, auch mal eine Entscheidung zu treffen, wo wir vielleicht nicht 100% der Wähler mitnehmen.
Ich vertraue den Menschen, dass sie wissen, dass es auch unpopuläre Entscheidungen gibt, die aber mithelfen, irgendetwas im Guten voranzubringen. Das weiß jeder von sich zu Hause, und wenn man ehrlich miteinander ist, dann weiß man, dass in der Politik nicht anders sein kann. Es ist nicht alles ein Ponyhof, sondern es gibt immer Entscheidungen, die auch notwendig machen, dass man auch mal unpopulär mit irgendwas ist. Und das ist mein Antrieb, und dafür möchte ich meine Erfahrung als Ingenieur, als Unternehmer einbringen und möchte einfach mithelfen, dass Deutschland wieder in die Spur kommt, dass wir die Zukunft endlich wieder gestalten, nicht nur in dem Reparaturbetrieb sind, in dem wir uns seit vielen Jahren befinden, nicht immer nur der Pandemie hinterherhetzen oder aus Afghanistan rausgehen und dann sagen, ups, wir haben vergessen, die Leute mitzunehmen, sondern dass wir einfach wieder mal hergehen und sagen, wir müssen vorausdenken, wo wollen wir im Jahr sein, wo wollen wir in 5 Jahren sein, wo wollen wir in 10 Jahren sein. Und dann haben wir automatisch auch diese Voraussetzungen, dass die Menschen Planungssicherheit haben, wo geht's hin, dass die Firmen Planungssicherheit haben, wo geht's hin. Und ich glaube, dass dann das Vertrauen der Menschen in die Politik auch wieder das ist, was wir brauchen. Um große Entscheidungen zu treffen. Und deswegen sage ich persönlich, ihr Vertrauen mit der Erststimme, das ist ihr Vertrauen in den Kandidaten, dafür, dass er sich für den Wahlkreis einsetzt, dass er Dinge im Wahlkreis so gut als möglich voranbringt, die Themen nach Berlin mitnimmt. Und ihre Zweitstimme, das ist ihr Vertrauen in die Partei, dass die FDP die Partei ist, die unterm Strich am meisten für die Menschen macht, weil sie auf die Eigenverantwortlichkeit setzt, auf die Kräfte der Wirtschaft, auf die Märkte und sich darauf beschränken möchte, die Rahmenbedingungen vorzugeben. Und ich glaube, das ist schon eine ganz gute Überleitung zu Dr. Wissing, der sicher im Detail noch ausführen wird, wie die Parteispitze das umsetzen möchte und sieht. Dankeschön. Vielen Dank, liebe Helena. Vielen Dank, Oliver, Marcel. Wir drücken euch die Daumen. Alles Gute noch. Heute in 13 Tagen wissen wir Bescheid. Dank euch. Ja, Herr Dr. Wissing, wir befinden uns jetzt in der Schlussphase des Wahlkampfs, also Zeit, nochmal unsere Kernpositionen herauszustellen. Nie gab es mehr zu tun. Das ist in der Tat so, deswegen freuen wir uns jetzt auf Ihren Vortrag zu uns. Danke. Vielen Dank, liebe Frau Noack. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie gekommen sind und uns zuhören. Wir stehen vor einer Richtungswahl. Nach 16 Jahren Verantwortung in den Händen von Angela Merkel werden die Dinge neu justiert in Deutschland. Sie, wir alle müssen entscheiden, in welche Richtung soll es gehen. Soll unser Land linker werden? Oder soll unser Land marktwirtschaftlicher werden, freier werden? Darüber wird diskutiert und gerungen in Fernsehshows, unter den Kandidatinnen und Kandidaten, bei Podiumsdiskussionen und auch hier heute in Ludwigsburg. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind und aufmerksame Bürgerinnen und Bürger sind, die sich die Meinung der Parteien anhören wollen, denn die Aufgaben, vor denen wir gemeinsam stehen, sind groß. Wir haben einen Klimawandel, der uns in unserer natürlichen Lebensgrundlagen gefährdet. Wir müssen etwas gegen den Klimawandel tun und haben uns international darauf verständigt, die Klimaziele von Paris einzuhalten. Das ist richtig. Und wir müssen schnell und entschlossen vorgehen. Das ist aber nicht das einzige Thema, das uns umtreiben kann. Wir müssen das Ganze so gestalten, dass wir einerseits schnell sind, denn die Wirtschaftsstandorte der Welt, die als erste klimaneutral produzieren können, werden die wettbewerbsfähigsten sein. Wir müssen aber auch darauf achten, dass wir unseren Industriestandort nicht gefährden. Denn unser sozialer Zusammenhalt und die vielen Arbeitsplätze, die wir heute in Deutschland haben und um die wir beneidet werden in der ganzen Welt, sie hängen an der Industrie und natürlich auch an unserem Mittelstand. Also wir müssen Klimaschutz betreiben, aber wir dürfen ihn nicht gegen unsere Industrie und unsere Wirtschaft betreiben, sondern gemeinsam. Und neben dem Klimaschutz haben wir noch andere Aufgaben. Es ist heute schon angeklungen. Wir haben eine demografische Entwicklung in Deutschland, die uns nicht gleichgültig zurücklassen kann. Die Geburtenraten sind seit langem zu niedrig und das lässt sich kurzfristig nicht ändern. Alle, die nicht geboren wurden, können nicht Vater oder Mutter werden.
gleich wie die Politik entscheidend. Und die demografische Entwicklung, sie wird jetzt seit vielen Jahren diskutiert und beklagt, aber was viele vergessen haben, ist, dass das Jahr 2021 nicht nur das zweite Jahr der Pandemie ist, sondern das erste Jahr, in dem der demografische Faktor in der Sozialversicherung so richtig zuschlägt. Und das wird leider so bleiben. Deswegen müssen wir Dinge verändern. Die Aktienrente, die wir vorschlagen, ist ein konstruktiver Vorschlag dazu. Wir haben aber neben diesen Herausforderungen noch andere Aufgaben, denen wir uns widmen müssen. Wir leben in Zeiten einer europäischen Staatsverschuldungskrise. Die Staatsverschuldung des Jahres 2010, sie ist nicht verschwunden. Sie ist nicht mehr so hoch wie damals, sie ist jetzt höher. Sie ist nämlich in den letzten 10 Jahren kontinuierlich angewachsen, zuletzt exorbitant während der Pandemie. Und meine Damen und Herren, wir haben auch große internationale Aufgaben, die wir lösen müssen. Die Amerikaner ziehen sich aus dem Mittleren und Nahen Osten zurück. Die Bevölkerungsentwicklung in Afrika ist besorgniserregend. Man stellt sich die Frage, werden in Zukunft alle Menschen in Afrika genug zu essen haben? Und wenn nicht, was passiert dann? Die Amerikaner, sie werden sich in Zukunft nicht mehr so stark im Umfeld Europas engagieren. Das ist auch keine neue Politik von Joe Biden, das hat Barack Obama schon angekündigt. Und mich erstaunt, dass die Bundesregierung einigermaßen überrascht wirkte, dass Joe Biden jetzt vollzieht, was Barack Obama angekündigt hat, nämlich den Rückzug aus dem Mittleren und Nahen Osten, wie eben auch aus Afghanistan. Große Aufgaben, vor denen wir stehen, meine Damen und Herren. Und ich will zu diesen Themen kurz zu Ihnen sprechen. Den Klimawandel, wir können ihn und dürfen ihn nicht gegen die Wirtschaft bewältigen, sondern wir müssen ihn mit der Wirtschaft bewältigen. Wir müssen vor allen Dingen erkennen, dass wir einen enormen Investitionsbedarf in Klimaneutralität haben. Und deswegen wundere ich mich über die Vorschläge unserer politischen Mitbewerber, etwa der Grünen oder auch der Sozialdemokraten, die sagen, wir müssen jetzt die Steuern kräftig erhöhen. Frau Baerbock sagt, wir müssen eine Vermögenssteuer einführen, nicht nur für private Vermögen, sondern ausdrücklich auch für Unternehmen, und auch die Einkommensteuer muss höher sein. Ich frage mich, warum? Es ist richtig, dass wir investieren müssen in den Klimaschutz. Aber die Hauptinvestition für Klimaneutralität muss doch nicht der Staat tätigen. Es ist doch nicht der Staat, der Hauptemittent von CO2. Das CO2 stammt doch nicht aus Behörden oder Ministerien, Parlamenten oder Ämtern. Es stammt doch aus der Wirtschaft, aus der Industrie. Und deswegen macht es doch keinen Sinn, dass wir, wenn wir über CO2-Reduktionsinvestitionen sprechen, vor allen Dingen staatliche Investitionen meinen, sondern das müssen private Investitionen sein. Die Klimaneutralität der Wirtschaft kann nicht der Staat schaffen, sondern nur die Wirtschaft selbst. Und wir müssen doch erkennen, dass jeder Euro, den der Staat zusätzlich für sich beansprucht, nicht für Investitionen in Klimaschutz zur Verfügung steht, in der deutschen Industrie, aber auch nicht im deutschen Mittelstand. Und deswegen halten wir eine Steuererhöhungspolitik jetzt jedenfalls für die falsche Politik. Und es ist richtig, dass wir öffentliche Investitionen brauchen in Infrastruktur, in ÖPNV-Strukturen, aber auch digitale Infrastruktur oder auch in die Bildung. Aber es ist nicht richtig, dass wir dazu Steuererhöhungen brauchen, denn sehr viele Mittel für öffentliche Infrastrukturinvestitionen sind vorhanden, können aber nicht umgesetzt werden. Versuchen Sie mal als Verkehrsminister eine neue Straße zu planen und 1 Euro zu investieren. Ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, Sie haben 5 Jahre nichts zu tun, weil Sie durch einen Dschungel von Bürokratie sich durchwälzen müssen. Wer heute eine Straße plant, der braucht Jahrzehnte, um sie bauen zu können. Das muss man ändern, meine Damen und Herren. Wir brauchen Planungsbeschleunigung, Bürokratieabbau, dann können wir die vorhandenen öffentlichen Mittel auch endlich umsetzen. Steuererhöhungen brauchen wir dazu nicht. Und wir müssen auch sehen, dass wir gegenwärtig
unendliche Summen in Berlin, schier unendliche Summen in Berlin liegen haben, die für die Digitalisierung unserer Schulen vorgesehen sind, die nicht abgerufen werden, weil die Vorschriften dazu so kompliziert sind, dass die Schulträger, jedenfalls aber die Schulen, damit heillos überfordert sind. Und deswegen sagen wir, versetzen wir doch die Wirtschaft in die Lage, in Klimaschutz zu investieren, indem wir sie entlasten, aber doch nicht belasten. Und sorgen wir doch dafür, dass die vorhandenen Infrastruktur- und Bildungsinvestitionsmittel des Staates nicht liegen bleiben, sondern umgesetzt werden können, indem wir Bürokratie abbauen, den Bürokratismus beenden und Planungsbeschleunigung betreiben. Das sind die nächsten Schritte, die wir gehen müssen, damit wir diese Ziele erreichen. Und meine Damen und Herren, wir müssen auch zurück zu einer stärkeren marktwirtschaftlichen Steuerung. Wir haben in Deutschland nicht zu viel, sondern zu wenig Freiheit. Und ich kann nicht verstehen, dass die Mitbewerber sagen, sie wollen künftig politisch entscheiden, mit welchen Technologien wir Klimaschutz betreiben. Wir sollten politische Vorgaben machen, dass CO2 reduziert werden muss. Es wurde vorhin schön erklärt von Herrn Distel und Herrn Martin. Wir wollen eine CO2-Reduktion vorschreiben, jedes Jahr weniger CO2-Emissionen, gesetzlich verpflichtend vorgegeben. Aber es kann doch der Politik reichlich egal sein, mit welcher Technologie wir das erreichen, ob das ein Elektromotor ist oder ein Verbrennungsmotor mit synthetischen Kraftstoffen oder mit grünem Wasserstoff. Das kann der Politik egal sein und ich sage Ihnen, es muss der Politik auch egal sein, weil nur einseitig politisch präferierte Technologien übersehen, dass wir die beste Lösung von morgen, heute vielleicht noch gar nicht kennen und wenn wir nur einzelne Technologien zulassen, dann werden wir sie nie kennenlernen. Aber die Elektromobilität, meine Damen und Herren, so sinnvoll sie ist, sie löst noch nicht alle Probleme, die wir in der Mobilität der Zukunft haben und schon deshalb verbietet es sich, sich zu begrenzen. Wir brauchen Freiheit, mehr Forschung und Entwicklung in andere Technologien als die, die wir heute haben. Das schaffen wir nicht durch staatliche Steuerung, sondern nur durch Freiheit, durch Forschungs- und Entwicklungsfreiheit und entsprechende Investitionsanreize. Ich frage mich manchmal, ob nur uns auffällt, dass die Elektromobilität in Stadt und Land ganz anders wirkt. In der Stadt haben Sie kurze Wege, kurze Reichweiten und Sie haben, wenn Sie heute zwei Autos brauchen oder betrieben haben, die Möglichkeit, auf den ÖPNV umzusteigen. Aber das Versprechen, künftig jedes Dorf an ein Industriezentrum mit dem ÖPNV anzuschließen, meine Damen und Herren, das ist ein leeres Versprechen. Und wir müssen den Menschen, die auf dem Land leben, die beide, wenn ein Ehepaar, beide pendeln, auch ein bezahlbares Mobilitätsangebot machen, um den Arbeitsplatz zu erreichen. Ansonsten schwindet die Lebensqualität auf dem Land. Und deswegen sage ich, die Elektromobilität, sie funktioniert hervorragend in der Stadt. Wir brauchen jetzt den beherzten Einstieg, aber sie löst noch nicht alle Probleme auf dem Land. Und die Spaltung der Gesellschaft in Gewinner in den Städten und Verlierern auf dem Land, das kann nicht der Preis sein, den wir für Klimaschutz bezahlen. Deswegen brauchen wir mehr Investitionen in Forschung und Entwicklung, mehr Technologien statt die staatliche Einheitstechnologie. Im Übrigen frage ich mich, ob sich alle, die nur noch Elektromotoren zulassen, mit der Frage beschäftigt haben, wie wir künftig Mähdrescher oder Straßenbaumaschinen betreiben wollen. Denn Straßenbau brauchen wir auch für Elektromobilität. Und große Straßenwalzen fahren nicht mit Batterien, Mähdrescher auch nicht. Und ich gehe davon aus, dass das Verbot des Verbrennungsmotors an der Stelle offensichtlich nicht zu Ende gedacht ist, meine Damen und Herren. Und deswegen sollten wir Freiheit an dieser Stelle zulassen und nicht politische Begrenztheit. Und wissen Sie, wenn Politiker sagen, dass sie wissen, was richtige Technologien und falsche Technologien sind, dann läuft es mir immer eiskalt den Rücken runter. Denn wenn man das weiß, dann ist man gut beraten, wenn man direkt Unternehmer wird, dann hat man einen sicheren Gewinn. Die Politik allerdings glaubt immer wieder zu wissen, was richtige technologische Investitionen sind und was falsche sind. Sie fragt aber nie, ob sie in der Vergangenheit richtig gelegen hat. Die Grünen beispielsweise wollten einmal den ISDN-Anschluss aus Deutschland verbannen.
Es gibt im Bundestag noch die Anträge nachzulesen. Der ISDN-Anschluss sollte in Deutschland nicht eingeführt werden, weil die Grünen auf dem Parteitag beschlossen hatten, dass man den nicht braucht. Der sei nicht gut für unser Land und koste Arbeitsplätze. Er brächte wenig Nutzen, aber er würde vor allen Dingen soziale Schieflagen bedeuten, weil viele Menschen durch den ISDN-Anschluss ihren Arbeitsplatz verlieren würden. Das war die Überzeugung der Grünen Partei. Das hatte keine Auswirkungen, Sie werden sich fragen, aber wir haben ihn doch dann bekommen, ja, weil die Grünen damals keine Mehrheit hatten. Es gab aber auch andere Stellen, an denen die Grünen sich durchsetzen konnten und Technologien tatsächlich verboten haben. In Hessen gab es die Firma Höchst, die ein großes Sicherheitslabor errichtet hat, weil sie die Idee hatte, mit Gentechnik moderne Medikamente herzustellen. Das haben die Grünen auch als falsche Investition und falsche Technologie identifiziert und den Wählerinnen und Wählern in Hessen versprochen, wenn sie die Landtagswahl gewinnen, dann werden sie das in Hessen beenden. Damals haben sie die Landtagswahl gewonnen und Joschka Fischer wurde Minister. Das Sicherheitslabor von Höchst wurde geschlossen und die Forschung im Bereich der roten Gentechnik in Hessen beendet. Etwa zur gleichen Zeit hatte in Rheinland-Pfalz Herr Professor Huber auch begonnen, große Investitionen in die Forschung von roter Gentechnik zu begeben. Dort konnte er das machen. Dort hatte die FDP die Landtagswahl gewonnen und Wirtschaftsminister der FDP haben sich gefreut, dass ein Unternehmen so eine moderne Technologie vorantreibt. Herr Professor Huber hat dann die Firma Ganymed gegründet und seine beiden Assistenten, Herrn Schahin und Frau Türeci, zu seinen Teilhabern gemacht und später die Firma BioNTech gegründet und das Know-how dorthin eingebracht. Und Sie kennen die weitere Geschichte. Dort wurde dann in Mainz der Impfstoff gegen Covid-19 entwickelt, der uns in Deutschland, aber auch der ganzen Welt so viel Befreiung und so viel Schutz geboten hat. Das war in Hessen nicht möglich. Es ist kein Zufall, dass diese Firma in Rheinland-Pfalz sitzt, denn in Hessen hatte die Grüne Partei erkannt und auch durchgesetzt, dass man solche Technologien jedenfalls in Deutschland nicht braucht. Übrigens, heute sind die Grünen für die rote Gentechnik. Heute wollen sie, dass die grüne Gentechnik verboten wird. Ich glaube, meine Damen und Herren, wir sollten diesen Weg nicht weitergehen. Vor allen Dingen nicht in einer Zeit, in der wir vor so großen Herausforderungen stehen. Wir sollten nicht Technologien aus politischer Ideologie heraus verbannen, weil wir heute noch gar nicht wissen, welche Bedeutung sie in Zukunft für uns haben. Ich war Landwirtschaftsminister 5 Jahre lang und ich habe mit großer Sorge gesehen, wie Viren heutzutage zunehmend unseren Äckern zu schaffen machen. Die können sie nicht alle mit Brennnesselbrühe behandeln. Und wir müssen uns auch mit der Frage beschäftigen, was könnten denn Virenpandemien für Brotgetreide für uns für Folgen haben? Und da sollten wir froh sein, wenn es Menschen gibt, die auch in diesem Bereich sich mit Forschung und Entwicklung von Phytomedizin oder Pflanzenschutzmitteln befassen, die heute von den Grünen angeblich als überflüssig oder für angeblich überflüssig erklärt werden, meine Damen und Herren. Ich finde, wir sollten nicht einem solchen Irrtum erliegen, dass wenn man alle Pflanzenschutzmittel verbietet, man am Ende keine mehr braucht. Das sollten wir vor allen Dingen auch nicht mit Medikamenten ausprobieren. Ich kann Ihnen versichern, wenn wir alle Medikamente verbieten, wir werden dann nicht gesund. Und deswegen brauchen wir moderne Technologien. Natürlich müssen wir Risiken abwägen, wir müssen regulieren, wir müssen wissen, wie nutzen wir sie und wie nutzen wir sie nicht. Aber wir müssen unser Land offen halten für diese Dinge, weil die Aufgaben so groß sind, dass wir sie nicht mit Technologien von gestern, sondern nur mit Technologien von morgen werden lösen können. Und meine Damen und Herren, ich halte auch nichts von dem Vorschlag von Herrn Habeck, der, wie man mir gesagt hat, hier auch schon gesprochen hat auf diesem Platz. Und er sagt, es sei eine gute Sache, wenn wir jetzt in den nächsten Jahren 500 Milliarden Euro Schulden machen und dazu die Schuldenbremse in unserer Verfassung aufweichen. Ich halte davon nichts. Und vor allen Dingen halte ich seine Argumentation für brandgefährlich. Er sagt, die Zinsen sind doch heute so niedrig, da können wir doch Schulden machen, das kostet ja faktisch nichts. Diese These übersieht, dass die Zinsen nur deshalb so niedrig sind, weil die Schulden in Europa so hoch sind.
Und dieses letzte 750 Milliarden Wiederaufbaupaket nach Corona ist in Wahrheit das zweite Euro-Rettungspaket, meine Damen und Herren. Und wenn wir immer weiter Schulden machen in Europa, hält unsere Währung das auf Dauer nicht aus. Und deswegen darf es keinen zweiten Einstieg in europäische Schuldenpolitik geben, schon gar nicht auf Einladung der Bundesrepublik Deutschland. Und ich sage das aus der festen Überzeugung heraus, dass wir unsere großen Probleme, die vor uns liegen, nicht alle werden alleine lösen können. Die Bundesrepublik Deutschland ist die größte Volkswirtschaft in Europa, sie ist eine der stärksten der Welt. Aber wir können alleine nicht alle Aufgaben bewältigen, die vor uns liegen. Beispielsweise können wir alleine nicht die Frage lösen, wie ernähren sich Afrikanerinnen und Afrikaner in Zukunft, und wenn das nicht funktioniert, wie gehen wir dann mit Flüchtlingswellen um, wenn die Menschen aus Hunger heraus sich auf den Weg machen und ihr Land verlassen? Die wollen dann nicht nach Amerika oder nach Asien, sondern den nächsten Weg nach Europa gehen. Und wir können, meine Damen und Herren, dann nicht sehenden Auges in ein Dilemma steuern. Ein Dilemma, das da lautet, entweder wir nehmen unbegrenzt Flüchtlinge auf, was unsere Gesellschaft mit Sicherheit nicht aushalten würde. Das hätte gravierende Folgen. Die Gesellschaft würde sich spalten, wir würden Extremismus erleben und wir wären in einer ganz schwierigen Situation. Wir können aber auch nicht akzeptieren, dass Zustände, wie wir sie schon ansatzweise in Moria hatten, wo Menschen in unwürdigen Verhältnissen leben, wo Menschenwürde nicht mehr realisiert ist, dass wir solche Zustände im Herzen Europas haben. Auch das können wir nicht zulassen. Und deswegen sind die Sprüche des österreichischen Bundeskanzlers, nach Österreich kommt keiner rein, nichts als Sprüche. Am Ende können wir nicht mit Waffengewalt Flüchtlinge zurückdrängen. Wir können sie aber auch nicht an unseren Grenzen verhungern lassen, weil wir als freie Gesellschaft westlicher Staaten den Anspruch haben, das moralisch überlegene politische System zu haben. Wir haben nicht nur Freiheit und Demokratie, sondern das Entscheidende, was uns bindet und verbindet in Europa und was uns überlegen macht gegenüber den Systemen in Russland oder auch in China, das ist das klare Bekenntnis zur Menschenwürde und die Verteidigung der Würde jedes Einzelnen. Das darf nicht ein Lippenbekenntnis sein, sondern das muss gelebt werden in Europa. Nur dann haben wir die Stärke und die Kraft, Herrn Xi Jinping zu sagen, wir wollen unsere freiheitliche Demokratie verteidigen, weil sie in allen Punkten dem Totalitarismus überlegen ist. Es darf nicht dazu kommen, dass er uns antwortet, bei euch verhungern Flüchtlinge, bei uns hat jeder eine Schüssel Reis, meine Damen und Herren. Und deswegen ist die Frage des europäischen Zusammenhalts eine ganz zentrale Frage, ob wir unsere freiheitliche Grundordnung, unsere Achtung der Menschenwürde auf europäischem Boden als Musterbeispiel für die Welt verteidigen können oder nicht. Und dieser Zusammenhalt Europas erhängt entscheidend von der Frage ab, ob wir unsere Währung schützen und damit das Band, das uns verbindet, wirtschaftlich verbindet. Er hängt aber auch entscheidend davon ab, dass die Europäische Union zusammenhält. Und das ist ein Kraftakt, den wir nur gut meistern können, wenn die größte Volkswirtschaft auch wieder auf Wachstumskurs kommt. Von unserem wirtschaftlichen Erfolg hängt der Zusammenhalt in Europa ab, meine Damen und Herren. Von unserem wirtschaftlichen Erfolg hängt es ab, ob wir der Welt zeigen können, dass Industriepolitik und Industrieproduktion mit Nachhaltigkeit und Klimaschutz vereinbar ist. Von unserem wirtschaftlichen Erfolg hängt es ab, ob wir Systemen wie in Moskau oder in China sagen können, wir schaffen Freiheit, Menschenwürde in einer offenen Gesellschaft und sind das bessere System als der Totalitarismus. Und deswegen, meine Damen und Herren, Hände weg von der Schuldenbremse. Solide Staatsfinanzen sind die wichtigste Voraussetzung für wirtschaftlichen Erfolg und darauf kommt es an. Wachstumspolitik ist keine Nebensache, sondern sie ist der Schlüssel zur Lösung der großen Aufgaben, die vor uns liegen. Und darum geht es in den nächsten Tagen bei der Auseinandersetzung mit Mitbewerbern. Darum geht es bei der Wahl am 26. September. Es geht um die Frage, Deutschland, wohin entwickelst du dich? Wirst du ein Land, das freier wird, das mehr ermöglicht, das die Kreativität der vielen nutzt
um seine großen Aufgaben zu bewältigen, oder steuern wir hinein in die Trägheit der staatlichen Planung, wie wir sie in Teilen Deutschlands lange genug, aber erfolglos ausprobiert haben. Die Romantik der Linkspartei, man könne die DDR noch einmal in ganz Deutschland ausprobieren, man habe ein paar Dinge nicht so gut gemacht, aber im Großen und Ganzen sei das besser gewesen, sie entbehrt jeglichem Realitätsbewusstsein, meine Damen und Herren. Die stellen sich hin und sagen, man sollte künftig in die Entwicklung von Medikamenten nur noch staatlich investieren, dann würden die Privaten auch kein Geld mehr daran verdienen, das sei gerechter. Das übersieht aber, dass die DDR genau das gemacht hat, nur in der gesamten Geschichte kein einziges innovatives Medikament entwickeln konnte. Und deswegen, meine Damen und Herren, verteidigen wir diese freie und offene Gesellschaft, verteidigen wir unsere Marktwirtschaft, verteidigen wir die Souveränität von Verbraucherinnen und Verbrauchern, die Freiheit unserer Bürgerinnen und Bürger. Lassen wir uns nicht schleichend zu Untertanen machen. Wie schnell das geht, haben wir während der Pandemie ja vielfach gehört. Da wurden mal eben Grundrechte zu Privilegien erklärt, die man gewähren kann oder auch nicht, je nachdem, was man im Hinterzimmer in Ministerpräsidentenkonferenzen so beschließt und berät, während man nebenher Candy Crush spielt. Das war etwas, was mich zutiefst bewegt hat, wie wir plötzlich außerhalb unserer Verfassungsorgane wesentliche Entscheidungen über unsere Freiheit als Bürgerinnen und Bürger haben entscheiden sehen. Und deswegen, meine Damen und Herren, plädieren wir oder kämpfen wir um jede einzelne Stimme, um die Erststimmen für Ihre tollen Kandidaten hier vor Ort, aber auch um die Zweitstimmen für die Freien Demokraten. Deutschland darf nicht nach links rücken, weil wir schon links genug sind. Und meine Damen und Herren, Deutschland darf auch nicht weiter Freiheit verlieren, weil wir schon zu wenig Freiheit haben. Und wer nicht glaubt, was die Kreativität Einzelner bringt, der soll sich in der Geschichte unseres Landes einmal einzelne Persönlichkeiten anschauen. Ich spreche an dieser Stelle gerne über Friedrich Engelhorn, einem Sohn eines Gastwirts aus Mannheim, der nicht Gastwirt werden wollte, sondern die Idee hatte, ein Handwerk zu erlernen. Er wollte Goldschmied werden, hat das auch gemacht, und dann hat er keine Goldschmiede eröffnet, sondern dann wollte er erstmal sich Europa anschauen und fuhr durch einige Länder. Und dann kam Friedrich Engelhorn zurück und hat weder die Gaststätte seines Vaters übernommen, noch sich aufs Handwerk konzentriert, sondern er hat die BASF gegründet und damit eine der größten Leistungen erbracht, um Menschen heute noch in Zehntausenden in Beschäftigung zu bringen, und hat mit der Gründung der später größten Chemiefabrik der Welt, die mit die größte Voraussetzung geleistet, damit Deutschland ein so starker Industriestandort werden konnte. Wir wissen das, 60% eines jeden Automobils ist Chemie. Und deswegen, meine Damen und Herren, erinnern wir uns an diese unangepassten Persönlichkeiten, die aus Freiheit heraus, aus Kreativität, aus eigenem Antrieb heraus so großartige Dinge möglich gemacht werden. Wenn wir alle Bürgerinnen und Bürger dieses Landes in die Schablone pressen, die sich Linke und Grüne vorstellen, meine Damen und Herren, wird es so etwas nicht mehr geben. Und so etwas gibt es auch in keiner sozialistischen Gesellschaft auf der Welt. Und deswegen, meine Damen und Herren, Freiheit ist das, was wir brauchen, um unseren Sozialstaat zu sichern. Und Freiheit ist das, was wir brauchen, um jedem und jeder maximale Chancen zu eröffnen. Und wenn nur noch wir das sagen, ist es umso wichtiger, dass wir es laut sagen. Danke, dass Sie mir zugehört haben. Wenn Sie davon überzeugt sind, unterstützen Sie uns am 26. September. Und Sie können noch mehr tun. Sprechen Sie mit Verwandten, mit Bekannten, sprechen Sie mit Ihren Nachbarn und erinnern Sie daran, was dieses Land stark machen kann. Wir stehen von einer Richtungswahl. Entscheiden Sie richtig. Alles Gute für Sie. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Wissing. Vielen Dank an Sie fürs Kommen, fürs Zuhören. Und ich möchte die Gelegenheit noch nutzen, mich bei unserem Geschäftsführer zu bedanken, dem Wolfgang Vogt, der das hier alles so toll organisiert hat, wie er immer alles gut organisiert. Dank dir, lieber Wolfgang. Ihnen auch alles Gute, Herr Dr. Wissing. Gute Heimfahrt, und wir laden Sie mal wieder ein.